Herr Braungart, ginge es nach Ihnen, würden wir nie wieder Abfälle produzieren. Wie funktioniert das Cradle-to-Cradle-Prinzip? Mir geht es darum, dass es alles Nährstoff wird. Die Dinge, die verschleißen, die kaputt gehen, so wie Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen oder eben Nahrungsmittel, Waschmittel, werden so gemacht, dass sie in der Biosphäre nützlich sind. Alle Dinge, die nur genutzt werden, wie Fernseher, wie Waschmaschinen, werden so gemacht, dass sie in der Technosphäre nützlich sind. Die Konsequenz ist kein Abfall, aber eigentlich geht es nur um ein Nährstoffmanagement für die Biosphäre und für die Technosphäre. Und dadurch können wir viel schönere und viel bessere Produkte erzeugen. Kupfer zum Beispiel ist in biologischen Systemen extrem giftig, aber in technischen Systemen endlos einsetzbar. Also werden die Produkte so erzeugt, dass sie für die Biosphäre oder die Technosphäre geeignet sind. Das ist Cradle to Cradle, von der Wiege zu Wiege, anstatt von der Wiege bis zur Bahre zu denken. Die Debatte über das Wachstum unserer Wirtschaft spaltet die Gemüter. Was entgegnen Sie Wachstumspessimisten? Warum könnten wir Ihrer Meinung nach weiter wachsen, obwohl unsere Ressourcen immer knapper werden müssen? Schauen Sie sich einen Baum im Frühling an. Kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden, kein Schuldmanagement. Der Baum wächst. Der Baum ist auch nicht kohlenstoffneutral oder er ist nicht klimaneutral, sondern er ist nützlich. Wenn wir lernen, mit unserem Wachstum nützlich zu sein, dann können wir viel mehr wachsen. Wenn wir aber nur versuchen, ein bisschen weniger schädlich zu sein, dann können wir uns kein Wachstum erlauben, weil dann sind wir viel zu viele Menschen auf der Erde. Warum sind wir so gut darin, das Falsche zu perfektionieren? Woran scheitert derzeit ein intelligentes Recycling? Wir haben durch die Umweltkatastrophen, vor allem in den 80er Jahren, Seveso, Bhopal, Tschernobyl, eine ganze Generation an guten Wissenschaftlern verloren. Wie konnte man zu einer Firma Höchst noch gehen, wenn die den ganzen Main und Rhein vergiften? Wie konnte man zu Siemens gehen, wenn die Firma Siemens Atomreaktoren herstellt? Das heißt, wir haben wunderbare Betriebswirtschaftler, wir haben wunderbare Juristen, aber viel zu wenig Naturwissenschaftler. Und diejenigen, die studiert haben, haben das gemacht mit einem schlechten Gewissen. Ich habe neulich noch jemanden von BASF getroffen, der sagte, Entschuldigung, ich bin von BASF, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Die Menschen definieren Schutz, wenn sie weniger zerstören. Also schützt die Umwelt, fahr weniger Auto, schützt die Umwelt, mach weniger Müll. Das wäre so, wenn ich sagen würde, schützt dein Kind, schlag es nur 3-mal anstatt 5-mal. Darum versuchen die Menschen, nur weniger schlecht zu sein. Sie versuchen, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Ich möchte einen großen Fußabdruck haben, der beim Feuchtgebiet wird, dass die anderen Lebewesen sich freuen, dass es mich gibt. Und woran liegt das, dass wir das Falsche immer weiter perfektionieren wollen? Dass wir das Falsche immer mehr perfektionieren wollen, liegt daran, dass wir halt hauptsächlich Betriebswirte haben, die das optimieren. Ja? Der gleiche Ansehensverlust, den heute die Banker erleiden, ja, erlitten die Naturwissenschaftler und Ingenieure durch die ganzen Umweltkatastrophen. Das heißt, das Management wurde übernommen von Betriebswirten. Und die Betriebswirte wissen nicht, was das Richtige ist. Sie können nur das Bestehende optimieren. Und das Bestehende sozusagen damit gründlich falsch machen. Weil wir haben keine Wissenschaftler und Ingenieure im Management mehr in all diesen Firmen, weil es gab nur einfach so wenige Naturwissenschaftler und Ingenieure, dass man sich gar nicht leisten konnte, die ins Management zu tun. Wir haben auch keine Naturwissenschaftler und Ingenieure in der Politik, weil es, wie gesagt, einfach zu wenige dazu gibt. Das heißt, jetzt ist es Zeit, jungen Leuten zu sagen, nee, aus diesen 40 Jahren Weltuntergang haben wir so viel gelernt, dass wir jetzt die Dinge völlig neu nochmal machen können. Und dann geht es eben nicht darum, weniger schlecht zu sein, sondern gut zu sein. Weniger schlecht ist nicht gut, das ist nur weniger schlecht. Sie haben T-Shirts entwickelt, die kompostierbar sind. Ich habe unter anderem eins in Shanghai bei der Expo vergraben. Teppichböden, die Luft filtern. An welchen Produkten und Projekten feilen Sie derzeit? Wir haben jetzt einen neuen Fernseher entwickelt, der ist für Innenräume geeignet. Normalerweise ist die Luftqualität, zum Beispiel bei der Heinrich-Böll-Stiftung kann man das sehen, in einem Gebäude 3 bis 8 Mal schlechter als die schlechteste Berliner Außenluft, weil die Dinge im Gebäude nie für Innenräume hergestellt werden. Das heißt, wir haben jetzt einen Fernseher, den man den Leuten nur noch als Dienstleistung abgibt und also nur noch die Nutzung des Fernsehers. Dadurch kann man viel schönere und viel bessere Materialien einsetzen. Der gibt gegenüber jedem anderen Fernseher 30.000 Mal weniger an Schadstoffen ab. Also es ist nichts Schädliches mehr dabei. Ein Mensch gibt etwa 50 Mal mehr Schadstoffe ab als dieser Fernseher. Und das heißt, damit entsteht ein viel schöneres und viel besseres Produkt und gleichzeitig spart es Energie. Dieser Fernseher, den könnte ich dem Kunden abgeben als Dienstleistung mit einem Pfand, weil die Energieeinsparung in 12 Jahren würde den Fernseher allein damit finanzieren. Also immer mehr schöne, tolle Produkte, die eben für Kreisläufe entwickelt worden sind. Das Netteste sind zum Beispiel Fenster jetzt, die man nicht mehr verkauft an den Kunden, sondern nur noch
25 Jahre durchgucken. Denn Energiesparfenster kann man ohne giftige Stoffe nicht machen. Das heißt, die sind aber nur giftig, wenn sie in die Biosphäre kommen. In der Technosphäre können sie endlos einsetzbar werden. Wenn wir unsere Solarindustrie dazu kriegen würden, dass sie die Solaranlagen nicht mehr den Leuten aufs Haus packt und damit den Sonnenmüll verkauft, sondern nur noch Photonen einfangen verkauft, dann hätte die Solarindustrie in Europa auch eine Zukunftschance. So konkurriert sie mit dem Giftmüll aus China und nachher machen wir die teure Entsorgung für den Giftmüll hier und sagen, der Standort Deutschland ist zu teuer. Das heißt, es ist auch vor allem eine Wirtschaftsfrage und keine Moralfrage. Ja, die Menschen sagen immer Nachhaltigkeit. Ja, aber wenn ich sie frage, wie geht es Ihnen so mit Ihrem Lebensgefährten, sagen sie nachhaltig, dann sage ich herzliches Beileid. Ja, das ist ja gerade das Mindeste. Ja, Nachhaltigkeit. Mir geht es um Innovation, um Qualität, um Schönheit. Und dadurch entstehen so viel bessere und schönere Produkte, die auch kostengünstiger werden, weil man die Intelligenz am Anfang packt. Nicht ins Recycling am Ende, sondern am Anfang in das Produktdesign.